Dass die Kelly Family wieder gemeinsam auftritt, ist für sehr viele Menschen die pure Freude. Natürlich auch vor allen Dingen für Geschwister, die auf der Bühne stehen. Und für Sie, Patricia Kelly. Herzlich willkommen im Kölner Platz. Mein Name ist Programm, Kelly. Kelly Family, Patricia Kelly. Toll, dass Sie heute da sind. Es gab im letzten Jahr ein riesen Comeback. Es waren, glaube ich, Minuten, bis die Hallen gefüllt waren, bis die Karten weg waren. Was hat Sie bewogen, da noch mal mitzumachen, mit Ihren Geschwistern auf die Bühne zu gehen? Ja, was heißt bewogen? Also ich war schon, ich habe getrauert, jahrelang, also Jahrzehnten fast. Und ich hatte die Schnauze voll. Und ich habe immer gesagt, wir müssen zurückkommen, wir müssen wieder zusammen. Und ich habe gebetet, ich bin ja gläubig, katholisch. Und ja, starke Fraktion, aber keine Naki-Geschichten mehr. Aber ich habe wirklich, ich habe immer geglaubt, dass die Familie was Einzigartiges ist. Ich meine, es gibt nicht so viele verrückte irische Familien auf die Welt, die auch nur auf die Bühne gehen. Und es hat Spaß gemacht, es hat Freude gemacht. Und ja, ich hoffe auch, dass wir oft das Publikum auch bewegt haben. Und das war für mich einfach, wir müssen wieder zusammenkommen. Und deswegen war das für mich selbstverständlich. Es war eigentlich ohne Übertreibung eine Art Triumph. Sie wurden wirklich gefeiert, muss man sagen. Und trotzdem war es ja so, die Laufbahn der Kelly Family mit allen Rekorden, die sie eingespielt haben, war auch eine nicht ganz einfache Geschichte für die Kinder. Ja? Also sie wurden von klein auf natürlich dazu gebracht, immer zu funktionieren, immer zu singen, immer Musik zu machen, immer eine Gruppe zu bilden. Und sie selber waren irgendwann auch die rechte Hand ihres Vaters. Sie haben nur gearbeitet, sie haben entweder organisiert oder auf der Bühne funktioniert bis zum Burnout. Man hätte ja meinen können, gut, dass das vorbei ist. Na gut, das ist aber nur eine Phase gewesen. Also ich muss sagen, ich wollte als Fünfjährige auf der Bühne. Meine Eltern sagten, du bist viel zu jung. Und ich habe gesagt, ich habe geweint, ich habe gestampft. Nein, ich will auf die Bühne. Und dann hat mein Vater, um mich loszuwerden, gesagt, okay, Patricia, wenn du alle Lieder lernst, in zwei Wochen darfst du mit. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe es geliebt, auf der Bühne zu sein, mit meinen Geschwistern, meiner Familie. Man muss auch wissen, das sind vier Generationen. Also das ist etwas, was unsere Großeltern auch gemacht haben. Vielleicht nicht mit der Family, aber es ist eine irische Tradition gewesen. Und der Burnout, also was für mich schwierig war, waren nicht die ersten Jahre. Meine Kindheit war ein Traum für mich. Das war wirklich später, in meine, als ich Anfang 20 wurde, dieses große Erfolg. Das hat eigentlich mich zum Burnout gebracht. Nicht das Singen mit meiner Familie. Es wurde ja immer mehr. Genau. Also dieser Erfolg hat uns überrannt sozusagen. Das Singen innerhalb der Familie war eigentlich wunderschön. Wir haben es genossen. Wir sind gereist. Wir haben Sprachen gelernt. Aber diese Zeit in den 90er Jahren, das wurde zu viel. Aber war es nicht immer auch ein geschlossenes System? Da Sie ja immer unterwegs waren, habe ich mir die Frage gestellt, konnte man da eigentlich Freundschaften schließen oder war man immer nur im Familienbund sozusagen zusammen? Man zog ja immer weiter. Nein, also im Gegenteil. Natürlich waren wir schon eine verschworene Gemeinschaft, ne? Also Künstler sowieso und Familie. Aber man muss schon sagen, wir hatten immer Leute um uns, weil die fanden das faszinierend. Bei uns war immer was los. Also die anderen Kinder fanden das cool. Ja, wir reisen und wir haben ja nicht ständig gereist. Wir haben oft ein halbes Jahr irgendwo gestoppt mit einem Campingplatz oder irgendwo. Wir hatten ja Bussen und Boote. Wir sind ja in allen möglichen Wohnorten gelebt. Insofern, es ist nicht so gewesen, dass wir verschlossen waren. Also Papa war zwar katholisch, glaube ich, aber der war kein Kirchengänger. Der war schon sehr liberal und offener Mensch. Ja, wie viele Kinder wart ihr? 12? Wir sind 12 Geschwister. 12 Geschwister? Genau. Cordula, du bist doch Familientherapeutin. Bei Kindern ist doch ganz normal, dass sie sich kloppen. Ja, Geschwister zanken sich, das ist doch völlig normal. Ja. Wie ist denn das, wenn Kinder sich zanken und müssen dann abends funktionieren und einen auf heile Familie machen? Das ist doch mal eine Aufgabe. Da kann ich jetzt als Familientherapeutin mich nicht zu äußern, weil das kannst du sagen, wie es in eurer Familie ist. Sehe ich überhaupt bekloppt aus, oder? Verkloppt. Also, ich wurde nie geschlagen, nie missbraucht. Also im Gegenteil, ich muss sagen, meine Eltern waren wirklich tolle Menschen. Natürlich war das ein verrücktes Leben und manchmal denke ich, es war nicht perfekt. Aber es war, also ich bin nur dankbar für das, was ich gehe in der Welt. Ich bin vor ein paar Wochen in Amerika und das ist mein Zuhause. Ich bin dann in China da. Also meine Eltern haben uns ein offenes Weltbild gezeigt und auch Stärke, Selbstbewusstsein. Guck mal, alle Kellys heute, wir arbeiten alle, wir machen was. Und alle machen Musik? Und alle machen Musik, ne, nicht alle. Ne? Es gibt ein paar, die was anders machen, aber die meisten.
Natürlich war das nicht perfekt, Bettina. Ich meine, ich verstehe mich nicht auch gut mit allen Geschwistern. Das ist normal, ne? Und wir hatten unsere Streitereien. Und in den 90er Jahren war das echt hart. Und dann haben wir aber auch irgendwann mal aufgehört und gesagt, wir machen jetzt Pause. Und deswegen haben wir diese lange Pause gebraucht. Aber jetzt sind wir zurück. Ja, trotzdem, die ist immer unterwegs sein. Geboren bist du in, sind Sie in Spanien. In Spanien, ja. Trotzdem, also eine irische Familie, geboren sozusagen unterwegs. Ich habe einen irischen, amerikanischen Pass. Ich bin in Spanien geboren. Mein Mann ist Russe, meine Kinder sind in Deutschland geboren. Ja, cool. Passt. Genau. Ja, war es nicht überhaupt schwierig, den richtigen Mann zu finden? Also eine Familie, ja, das war schwierig, die A, ja, berühmt ist. Das glaube ich. Das war schwierig, ja. Genau. Doch, und by the way, er ist Russe und orthodox. Also wir verstehen uns, zwei verschiedene Religionen. Okay. Aber zum Glück hat er gesagt, weil ich habe gesagt, ich will katholisch heiraten. Okay, machen wir, Patricia. Aber ja, einen Mann zu finden war nicht leicht. Ich gebe zu, nicht nur wegen mir, ich bin ja auch sehr wählerisch gewesen, aber auch aber meine Geschwister, mein Vater war natürlich eine sehr dominante Person und das hat ein bisschen gedauert, ja. Aber Dennis kam irgendwie erstaunlicherweise ganz zack, rapide und da war er. Und er hat keine Geschwister übrigens, ne? Er versteht sich teilweise besser mit meinen Geschwistern als ich manchmal. Ja gut, da sind dann weniger Reibung, weniger gemeinsame Erfahrungen. Das, genau, das hat ja schon irgendwo, macht es dann Sinn. Wie kam er überhaupt sozusagen in diesen Inner Circle der Kelly Family? Der war einfach da, auf einmal war er da. Ja, wie, der war einfach da? Er hat gesagt, hallo Leute, ich, Dennis, Russe. Nein, es war ein Zufall. Also wir hatten damals im Besitz Schloss Gümlich, ist ja nicht weit von hier. Und das war früher das Gästehaus der Regierung übrigens. Und er ist über Umwegen, über einen Freund dahin gelandet, Silvesternacht. Und er war jung und naiv. Und er hat einfach gesagt, willst du mit mir tanzen? Und dann habe ich gedacht, was will er? Und ja, zack. Zack. So, das sind das jetzt fast 20 Jahre. Ja, in Silvester 20 Jahre her, ja. Die beiden Söhne sind 15 und 17 Jahre alt. Und der Jüngere vor allen Dingen, der auch Musik in der Familie, will unbedingt auch im Grunde genommen Musikstar werden. Ja. Gibt es da Bedenken von Seiten der Eltern, hier ist die Familie, von Seiten, dass man gucken muss? Ja, cool. Gibt es einen Applaus mit Foto? Ganz cool. Ja, also ich war, Bettina, ganz klar, ich war völlig dagegen, weil, weißt du, was wir als Kinder gemacht haben? Wir waren nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind auf die Straßen Europas und der Welt gereist. Wir haben Kultur gemacht. Wir haben einfach irgendwas gemacht, auf die Straßen gespielt. Das ist eine andere Geschichte. Iggy möchte sich in der Öffentlichkeit platzieren. Heute geht das alles über YouTube. Das geht ganz schnell weltweit. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und am Anfang war ich sehr dagegen. Also Iggy ist auch ein ganz cleverer. Der hätte auch Chirurg sein können. Und ich war wirklich dafür, bitte, bitte macht einen ordentlichen Beruf. Ja, so. Und aber es, ich habe es aufgegeben und ich habe es akzeptiert und ich sehe, das ist genetisch, der ist sehr, sehr wie ich, also der ist wirklich 1:1 fast und ich weiß, ich kann ihn nicht mehr stoppen. Also wenn wir Kellys Dickkopf sind, dann ist vorbei. Das ist ja auch mit den Generationen. Wenn ich jetzt die Söhne angucke, die sind ganz anders aufgewachsen natürlich, als ihr aufgewachsen seid, logischerweise. Der Vater war ja auch sehr, sehr streng. Papa konnte sehr streng sein, ja, das ist korrekt, ja. Wie hat Dennis, der jetzt fast seit 20 Jahren Ehemann oder Begleiter, ihn überzeugt, dass er der Richtige ist? Also Dennis, der hat mich nicht überzeugt, ich habe mich verliebt. Nein, den Vater überzeugt. Ach so, der hat ihm einfach gesagt, so, ich nehme Ihre Tochter mit und einen schönen Abend noch. Tschüss. Geht. Das ist genau, worauf er gewartet hat. Vater war dominant, aber der hat ja auch Humor. Und der hat auf diesen Typen gewartet. Aber so oder so, ob mein Vater das wollte oder nicht, wäre ich sowieso mit Dennis gegangen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe das. Vollkommen klar. Nun irgendwann hörte die Kelly Family auf, gemeinsam Musik zu machen. Jetzt kommen fast alle bis auf zwei. Maid ist nicht dabei und Paddy ist nicht dabei. Bis auf die zwei seid ihr auf der Bühne. Ist das Verhalten untereinander noch genauso wie früher oder hat sich irgendwas geändert? Nein, das hat sich sehr verändert. Also ich merke schon, dass das Alter doch was mit uns macht, nicht? Zurück zu Ihrem Gespräch. Und es ist im Positiven, glaube ich, weil wir sind ruhiger geworden. Wir sind alle sehr starke Persönlichkeiten. Also die Iren können sehr emotionale Menschen sein,
Künstler sowieso. Und wir haben alle ein großes Selbstbewusstsein. Das haben unsere Eltern uns wirklich gegeben. Insofern hat es oft geknallt, also wirklich massiv geknallt. Und jetzt, also wir merken wirklich, oh, das lohnt sich gar nicht. Warum über das und das zu streiten? Also diese Kraft, die man da investiert hat, man denkt sich, wie dumm war das? Mhm. Also die Beziehung ist jetzt nach der Tour besser als vor der Tour. Das muss man sich vorstellen. Ja, es hätte auch anders sein können im Zweifelsfall, wenn man sich vorstellt. Wir haben gedacht, deswegen haben wir keine zweite Tour geplant und gesagt, erstmal eine Tour. Ja, mal gucken. So. Es geht bei euch weiter im nächsten Jahr mit großen Konzerten auf Open-Air-Bühnen. Also ich höre Sie nicht. Nochmal? Im nächsten Jahr geht es ja weiter auf großen Bühnen, auch Waldbühne Berlin und alle möglichen Open-Air-Festivals. Es war ja auch ein Unterschied. Als Solokünstlerin hast du seit 10 Jahren eine eigene Band. Das ist natürlich nicht so ein Riesending wie die Kelly Family, weil die eben so berühmt ist. Und da sind dann schon Unterschiede. Kelly Family 20.000. Ja? Und wenn sie alleine auftreten, sind es halt nur mal ein paar weniger. Sagen wir es mal so. Aber alle machen auch noch ihr Ding neben der Familien-Wiederaufstellung, die wir da erlebt haben. Und vor allem jetzt, wir haben jetzt November und jetzt kommt, es geht auf Weihnachten mit großen Schritten. Und was ja auch zu Ihrem Liebsten gehört, das sind die kleineren Weihnachtskonzerte mit Weihnachtsliedern, genau, die dann losgehen, wie in den vergangenen Jahren auch schön. Was ist Weihnachten ist für die Kelly Family, für die meisten, die sehr gläubig sind, was Besonderes? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht? Also ich bin also gläubig, der Glaube für mich ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das gebraucht in meinem Leben. Als ich jung war, bin ich nicht zur Kirche gegangen, aber meine Eltern waren sehr gläubig. Und es ist für mich die größte Kraftquelle überhaupt geworden. Ich hatte ein paar Schicksale in meinem Leben und da habe ich gemerkt, wow, ich stemme das aus eigener Kraft nicht. Ich brauche etwas. Und da habe ich zu Gott wirklich diese Beziehung aufgebaut. Und deswegen ist Weihnachten für mich was ganz Besonderes, weil ich kann zwei große Leidenschaften, also der Glaube und die Kunst, zusammen vereinbaren. Und das geht eigentlich fast nur zu Weihnachten. Und insofern ist es für mich was ganz Besonderes. Mit deutschen Weihnachtsliedern unterwegs. Richtig. Und alles Gute, Patricia Kelly. Danke, Bettina. Und Grüße an Dennis und die Söhne.